wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, 5.30 Uhr. Ich habe noch dieses Förderband geladen von Merzig gestern. Das fahre ich jetzt heute Morgen nach Riedstadt Gottelau. Ja, so heißt der Ort. Keine Ahnung, was dann kommt. Das erfahre ich, wenn ich dann leer bin. Kamera geht mal noch. Fahr jetzt runter auf die Insel Flotsgrün, die ist bei Germersheim. Dort lade ich eine Liebherr TA-32 Mulde, einen Dumper. Der geht wieder nach Landstuhl. Der wird verschrottet, bzw. wird in Landstuhl trockengelegt. Dann geht er runter nach Lochingen in einen großen Metallverwertungsfirma, Schrotthändler, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht das Ding da runter und wird dann in seine Einzelteile zerlegt. Eine Ausfahrt hier. Was jetzt kommt, ist glaube ich mit einer der schönsten Deponiezufahrten, wenn man das so sagen kann, gesehen habe. Man ist hier einmal quasi um den ganzen Ort herum, direkt an den Rhein. Und fahren dann circa ja, zwei Kilometer Feldweg direkt am Rhein entlang. Das Wetter ist heute schön. Ich hoffe, wir sehen ein paar Badenixen. Ne, die werden wir leider nicht sehen. Hier sind auch überall Badeseen. Also für den Sommer. Denke ich, mache das hier lauter. Herrlich, oder? So.
Feldweg fahre ich jetzt circa 1,5 Kilometer. Vorne steht der Dumper, den ich laden soll. Der ist auch jetzt gefahren. 50 Meter. Er läuft noch. Musste fremd gestartet werden. Und jetzt schreibt der Kupplung rutscht durch. Ja. Jetzt stehe ich hier und warte. Mitten im Weg das Ding. Wenn's läuft, dann läuft's. So, ich bin jetzt hier draußen. 13:45 Uhr. Das Landstuhl brauche ich ca. 3 Stunden. Ich kann nicht mehr da heute dann, ne? Ach ja. Diese Mulde konnte ich nicht verladen, da ständig die Fehlermeldung kam. Kupplung rutscht durch. Ja, also das Problem war einfach, dass die Batterie halb tot waren und das ganze Fahrzeug Unterspannung hatte.
Karre etwas laufen lassen, dann ausmachen. Sprang natürlich nicht mehr von alleine an, dann wieder fremdstarten. Und danach ging alles wie wenn nie irgendwas gewesen wäre. Meine ganze Zeit natürlich dahin. Losgerollt war. Jetzt fahre ich nach Hause. Das sattel noch schnell ab. Mein LKW wird abgeholt. Der geht mal wieder in die Werkstatt. Aber heute nur, weil Karo-Prüfung gemacht werden muss. Also nichts Wildes. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag. Yeah, Gott sei Dank. Und ich bin noch solo unterwegs. Ich fahre jetzt bei mir rein in die Halle und hänge den Vierachser drauf. Und dann lade ich hier im Hof unseren Long Reach der geht nach Mainz hier rüber auf den Fensterstrecke. Und? Oh, das war aber leise. Das waren leise. So, aufgesattelt hat er. Noch ein bisschen Luft pumpen. Die Luftpumpe. Ah ja, Freitag. So viel Zeit habe ich.
Minus 2 Grad. Fast wie immer zur Zeit morgens. Was? Fahrtrichtungsanzeiger gestört. Was willst du denn? Welcher denn? Geht doch alles. So. Halt, ich mache Fehler, egal. Klong. So, 8 Achsen haben wir eingestellt. 6:02 Uhr. Ich fahre jetzt hier raus. Und dann, ja, es ist noch etwas dunkel. Ich hoffe, dass man den Burschen erkennt. Meine Fernbedienung, jawohl. Der lange Arm, der da in die Luft steht. Ich weiß nicht, ob man, also ich sehe ihn, ob man auf der Kamera sieht. Werden wir dann sehen. Den lade ich jetzt schnell und dann geht nach Mainz. So, soweit alles fertig vorbereitet. Und jetzt hole ich den Bagger. Zeit. So. Ja, genau. Leider nur das linke Fahrwerk erkennen. Sieht. Müsste reichen einmal.
schwenke hier mal kurz die Seite, gucken. Jawohl, aussteigen ist besser. Ja, da sehe ich es auch genau. Anhängen passt es. Jawohl, sauber ist er auch. Gut. Lege ich noch schnell den Arm ab. Au, das war die Rübe. Nicht erkennen, oder? Und bleibt stehen. Muss so gehen. So, löffeln wir mal ganz zu. Stiel ziehen wir ganz bei. Hier trifft, das habe ich wieder talentfrei hingelegt. Mal kurz raus. Ah ja. Ausgemacht. Ah, ja, ja, ja. So. Gut. Arm liegt. Und so sieht er fertig aus. Mal natürlich den Bagger, wenn er verladen ist, nur noch sauber machen, anhängen, die Lichterkette muss ich noch anbringen außen. So, ah, jedes Mal ein Akt, wie das Ding auf dem Tieflader steht. Oh, nee, die Heizung läuft da noch. Der Depp hat die angelegt. Vorne steht das gute Stück. Jetzt, warum auch immer, läuft sie wieder länger. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Scheiße ist, ey. Zweieinhalb Monate altes Ding. Noch nie auf den Boden gefallen. Noch nie nass geworden, irgendwas. Und ja, egal. Die kommt weg. So, ich hänge jetzt wieder zusammen. Muss ich mal meinen Häuptling anrufen, wo es hingeht. Bis gleich. Genau. Alikas. So, das ist eine Planierraube von innen. Recht neues Modell. Handbremse gezogen.
Gas. Das, wie gesagt, ist die Bremse. Hier auf der Seite Schild. Oh, die Rückengabel. Das hier ist für den Risser hin. Okay. Der war schon oben. Ich fahre die immer hier mit dem Fußpedal, weil dann kannst du hier Vollgas geben und mit deinem Fuß, wenn du den kommen lässt, dann rollt sie los. Du musst eigentlich nichts machen, kannst alles nur über das Fußpedal. Ja. Der Rest geht von alleine. Gucken, dass du einigermaßen gerade rollst. Oh, ich glaube, ich hab's Mikrofonkarte zugehalten, kann das sein? Richtig gut ist, wenn du die Dinger lädst, ja, du hast hier einen riesengroßen Bildschirm, da musst du dich nicht mehr, ja, auf dem Sitz halt rum quälen, irgendwie nach hinten ausgucken, brauchst keinen Spiegel mehr, einfach hier, das ist top, also ich finde es top. Ob's top ist, naja. So, mal wieder zurück. Machen wir mal den dritten Gang rein. Und Attacke. Ich weiß gar nicht, wo stelle ich das Ding hin? Ah, ich denke, ich stelle es darüber auf die Seite. Ich denke, dass ich meine Kette da vorne noch bereit mache. So, ich denke, hier kann sie stehen bleiben. Ich stürze niemanden. So, Gang raus. Schild runter. Riese runter. Klappe zu. Hafe und so weiter. So, ich räume jetzt noch meinen Saustall auf hier. Mache meine Netze zusammen. Ja, dann schauen wir mal. Mannheim, Friesenheimer Insel. Wie gesehen habe ich die Planierraube da. Ja, und dann ging meine Kamera aus. Und seitdem nie wieder an. Aber zu dem Zeitpunkt war meine neue Kamera schon da. Und ab der nächsten Folge werdet ihr Aufnahmen von dieser neuen Kamera sehen. Ich danke fürs Zusehen. Das Ende ist jetzt etwas bescheiden, kann es leider nicht ändern. Wie gesagt, in der nächsten Folge gibt es Bilder von meiner neuen Kamera. Wesentlich besser, bessere Tonqualität, bessere Bildqualität. Jo, dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas Spaß gemacht. Über ein Abo oder ein Like würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und
weg. Ciao.